naman kami sa kabilang Ibayo. Hindi na namin, hindi ko na tinanggal yung aking uniform. Dahil kahit muna tayo nito guys, nagutom ako sa kakagawa na. Dahil mahirap mag tanggalin at anuhin at isuot na naman ulit. Sabi ko, wag na tayong magano sa uniform natin, maganda naman, di ba? O, parang ikakasal ka nga ba? Sige, ipagpatuloy. Ayan, nandun, sumusunod ka. Ayun, umalis na siya. Nagutom ako. Ayun mo na. Plowman ito, plowman. Sa aking guardian. Knock-knock. Lagi akong makain ng fruits ha. Kasi sabi mo, kain lagi ako ng fruits. Ayan. Para maging laging malusog. Diba, Idlasel? Ayan guys, yung sinusundan namin. Punta kami sa kanyang farm na bee. Ayan. Susundan namin siya. Kasi yan ang leader doon eh. Siya ang leader doon, kaya susundan namin siya kung saan yung kanyang farm ng bee. Ganito guys yung nagsisimula pa lamang sa ang ganda ng ano oh, yung nagsisimula pa lamang sa pagkakaroon ng honeybee, kaya susundan namin siya para matuto din kami, di ba? Yung nga lang kanina guys, yung sinabi kong maulan, tatlong beses namin binuksan at isara dahil ang una, umulan, tapos sinara naman namin uli, binuksan uli, tapos yung panghuling bukas at sara ay yung nakalimutan namin yung para sa yung puting nilagay, yung para sa insect na hindi ma parang ano niya yun, gamot, yung gamot. That's a sign eh. Ah, so here. Yay. Kita mo lang ha. Dito na kami guys sa kanyang farm. Oh. Ang ganda naman. Ang ganda ng kanyang. Ayun, may tao doon. No? So, tingnan lang natin guys. Ein bisschen hinten, Mathe, aber wieder zurück. So, nandito na kami guys sa kanyang farm. So, labas kami, labas. Huwag natin kalimutan ang ating kagandaman. Oy. Ayan. Dito na kami sa kanyang farm. Ayan. Kanshin! Yeah. Aba, kakalagay lang ng fertilizer ng agay. Amoy, maamoy. Ayan. Ang ganda ng langit na makulimlim. Pero blue pa rin. Ayan, makulim. Ayan na yun sa kanya. Ayan. Ayan.
Auto leider. Wow. Und hätte ich ihn sagen können. Panzer. Honigröbe praktisch drauf zum Ausschlecken. Also der Honig ist geschlossen. Seine Hündelauer, eine Silau. Nahuli ako sa kanila kasi nagsuot pa ako ng aking yung guantis talaga. Ito pa ako yung susuot ko, hindi ko pa na ano. Kasi kailangan ko rin isuot. Wow. Wow, ang dami niya. Achso, du hast eine Königin, Sepp. Ja, das konnte dann auch wieder. Ach, Wahnsinn. Das konnte dann auch wieder ändern, aber normalerweise kann ich da nicht gut machen. Wenn man nicht wirklich wow, und da bin ich. Von der Zucht her sind die praktisch alle für die gleichen dann? Nein, oder? Nein, die sind unterschiedlich. Also ich habe immer was dazu. Ganda yung ano niya dito ah, yung sa farm niya ah. Wow, maliit lang yung amin. Anyway, maliit man ay meron. Kaysa wala. Die haben praktisch schon in einen Raster drin. Aha. Die können normal nicht verrutschen. Da ist die Folie. Wenn wir rauchen, ist das fast gesteckt. Hinten an der Seite, ja. Da ist, da ist. Ja, da ist der Rauch. Schon mal gesteckt. Das ist praktisch Aromatherapie. Noch Honig. Das sind eingelagert haben selber. Aha. Da bauen sie die Waben aus praktisch. Da ist jetzt noch kein Kursstift drauf, sondern das ist leer. Das sind ruhig, gell? Aber ich glaube, ich fang schon an. Nee. So viel. Da siehst du jetzt alle Brutstadien praktisch. Da ist ein Futter, da haben Pollen. Und darunter ist praktisch, müsste da ist verdeckelte Brut. Da müssen eventuell jetzt ein Rundmaden drin sein oder Stifte. Da haben jetzt Rundmaden drin, das müsst ihr normalerweise sehen. Wo jetzt, wo? Da herin. Da. Achso. Da sind Maden drin. Ja. Mhm. Ah, drinnen? Ja, diese. Ja. Dort haben wir wahrscheinlich das gleiche Bild. Da haben auch die Maden, siehst du, sind schon größer. Mhm. Aber der Sipp, der hat ein. Wie heißt man das? Oh, der hat ein Gil. Sehe. Die Flügel sind da jetzt ein Gilbi. Also ja, die sind hinten Pollen. Mhm. An die Hüsten dran. Voll einfach den Fall was auf. Ist besonders brav. Ja. Mhm. Die sind brav. Mhm. Das ist jetzt von der Züchtung her, oder? Ja. Ja, ang bait nila, guys. Mhm.
schick. Und die können alles in den Raum drücken, ich habe da keine Probleme. Hast du jetzt das selber umgesetzt, das Ganze? Habe ich selber umgesetzt, ja. Yan. Taga video lang ako dito, guys. Imbis na ako yung taga MK. Ta isa wasa. Oops. Relativ stark schon der Ableger. Der ist aber ruhig, der sind. Frische Warmmalung. Da ist eine frische. Mit in. Da der Band. Da Band praktisch. Da. Der Band praktisch auch wieder die Warmmalung. Da wird es schön. Wieder farbig. Die Mutter davon hat 50 Kilo Honig gebracht. Echt? Das war der Abstand von der Mutter. Also die war richtig, richtig gut. Keine Schwarmzelle. Wir haben falsch, dass 50 Kilo Honig da war. Ja. Dass das gut wird, aber das ist ja geschuldet durch das Schild, weil du durst den Brutkörper praktisch anpassen. Mhm. Und wenn du das geschickt machst und gut und Natur mitspielt. Jetzt schauen wir nochmal. Ja, hast du dann dreimal geschleudert oder was? Oder zweimal. Das wäre jetzt einmal alles Pollen praktisch in Freidern. Mhm. Dann können wir jetzt auf der nächsten Seite, auf der gegenüberliegenden, können wir jetzt praktisch ein Brutnest. Normal tue ich das nicht auseinander, aber ich zeige es euch mal, weil so ein Brutnest ausschaut in der Dampft. Dann kann ich dann auch die Anzahl von den Bienen sagen. Das ist alles, was da verdickelt ist. Das ist alles Blut. Aha. Mhm. Also alles, was braun ist, ist Blut. Alles ist. Das explodiert jetzt nochmal, das Volk. Das ist die junge Königin. Ja, aber dann muss es genau. Ja praktisch trennen, oder wie? Nein, das läuft ja dann aus. Irgendwann hört das Legen auf. Weil ich sagt, okay, ich habe meine Winterstärke, was ich möchte, habe ich erreicht. So, da passt man. Da ist noch mein Kamin. Da sollte man wieder unser Loch auch ein bisschen gerne machen. Du kannst noch ein bisschen gerne machen, aber ich habe da ein stärkeres Holz schon. Die haben da einen Aufbau, glaube ich. Das werden jetzt praktisch spät. Ja, na jung, da passt man. Die kann man noch machen. Die kann man noch machen. Jetzt gehen wir da wieder in den Rauch rein. Das ist auch eine sehr gute Königin. Ja. Ich glaube, den Deckel bis um, dann drückt den Rauch ein bisschen runter. Da soll man jetzt nicht mehr stören. Also normal brauche ich da nicht nachschauen. Ich kriege das rum, wenn ich aufmache, wie ruhig das ist. Mhm, der ist schon ruhig. Wenn ich die Ruhe. Und alles, was ich jetzt praktisch mache, ist eigentlich für Bienen negativ. Bringt mir nichts und ich mache die Bienen checkrantig. Das heißt, ich knüpfe das dann, das Öffnen praktisch. Mit mir, wenn man sieht, dass da Brot noch drin ist, sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Waben, die haben sie am Aufbauen da. Das war es eigentlich schon. Willst du noch was einschütten? Das ist nicht. Der hat noch so. Wenn du die Zeit schaust, das war nicht leicht.
Hast du jetzt den Bogen da oder ich hätte den zweiten Speck, wenn der Speck nicht reingehauen hat? Dann habe ich auch schon Völker verloren durch den Speck. Und das ist praktisch in die Kiste hat er da nicht. Ja, drei ab und zu wieder, weil die. Extrem ruhiger Baum, aber das müsst ihr zu da. Und ein Futterzeug auch drin, das brauchen. Ja. Das ist auch, habe ich letztes Jahr, bei dem habe ich letztes Jahr drei Königinnen gekauft. Und die waren. Hier ein Tapus nehmen, Pangalauer, Pangalauer, da haben wir jetzt natürlich schon her, also was her ist, hat Abstand. Abstand ist nochmal top. Aber einmal habe ich es dann gearbeitet, da war es ein wenig übrig. Das haben wir notiert. Und die letzten zwei Mal haben wir dann wieder notiert, dass es ruhig ist. Ja, warum? Pangatlung. Aufbringen und so weiter. Das will ich nicht haben, ich will auch beginnen. Ruhig. Da hättest du die Königin austauscht. Auch wenn es eine junge Königin ist, dann hätte ich die Frage nicht verhalten. Henne und Pangatla. Ja, also wenn es auch draußen fallen, wenn es dann ein wenig ins Gesicht springt, ist das. Tja, und dann haben wir gleich das nächste. Das rechte, die Tasche aus, da könnte man das, der Nest aufbauen, das könnte man nicht so. Und auch von der Leistung her ist nicht so toll. Die Mammel ist auch nicht so launisch. Ja. Ich kenne das dritte Jahr, aber das Königin selber schaut eigentlich so gut aus, als du sagst. Und dann haben wir mit uns zusammen erlebt, Geist. Wo in der lauen Natur ist, ich hoffe. Ako kasi nagpanimula nito eh. Sumunod na lang siya sa akin, wala siya magagawa. Ayan. Yan yung sa mga maliliit. Dito na kami sa maliliit. Die da habe ich gesehen, die haben so rote. Ja, die haben rote Pollen. Was ist hier? Dito tayo sa Cute Cutify. Ah, die hat auch in der Baum, siehe. Bitte? Ist was auch drin da, die andere? Ja, das waren eigentlich so Fangkissen. Das waren mal Experiment, so Fangkissen. Ach so. Schauen wir mal da in das. Total ist er cute dabei. In der Zuchtmutter von mir. Da habe ich die Rämpchen noch viel kleiner praktisch. Ne? Und, das ist also das Spielzeug. Das ist. Ja, das ist zum Vorselektieren. Also das heißt praktisch zur Vorprüfung sozusagen. Mhm. Ja, aber umsetzen das die jetzt nicht dann, oder? Die kommen mit Königin kommen die praktisch auf ein Volk drauf. Also dann da ich das Volk verstärken mit der Bienenmasse. Die Königin kommt dann nach unten, oben wird nichts mehr bebrütet und dann läuft es irgendwann aus und die Bienen muss dann zum Fluss da oben sein, die kommen dann rein. Da ist jetzt auch wieder. Ah, da ist er, da ist er Königin, da ist er Königin, da ist er Königin. Warte. Ja, jetzt. Die sucht jetzt praktisch am Blut zum Stiften. Die ist sehr souverän. Ja, Maschinen hin und her, das interessiert euch jetzt gar nicht.
was da ist. Der erste Mal, wenn wir gesehen haben, dass draußen ist. Ja, warum ist die drinnen dann? Oder wie? Oder? Ja, geht nochmal. Ja. Also wenn ich, nach der Begattung, da muss wieder rein, oder? Ja. Nach der Begattung geht die nie mehr raus, die stirbt praktisch dann im Volk. Mit Alter. Also die kommt dann noch in ein Großvolk rein. Und da bauen sie die Waben praktisch aus. Unten ist alles voll, weil es sechs, das unten ist ein Stockwerk. Ja. Und so kann ich jetzt das selektieren, wenn du jetzt, wenn du das Verhalten siehst, von der Rabbine. Und dann weißt du, das kommt, möchte den großen Volk auch drin haben. Das Verhalten, das Ruhige. Weißt? Und das bauen sie halt aus. So. Dann ist das daher. Immer wo die Könige gewinnen, müssen wir besonders vorsichtig sein, damit man ja auch nicht mehr nichts drucken. Ja, da müssen wir ein bisschen was lesen. Ja, das machen der liest sowieso gerne, Schatz. Ja. Nein, der liest gerne. Er liest gerne mit dem Buch. Also ich bin ganz ehrlich, ich war immer lesefaul. Ich auch, ich bin ein lesefaul. Aber mit den Bienen hat mich interessiert, hat mir meine Frau gesagt, ja, aber seit wann lesen du so, weil mich das interessiert. Ja. Und ich saug das dann ein, und da haben dann so interessante Sachen drin, wo ich wieder was ausprobieren kann, was Neues. Ja. Und bestimmte Sachen haben, bestimmte Sachen haben dann erklärt, das was da eigentlich nicht, dass dir nicht bewusst war, warum doch das Verhalten so und so ist, und der erklärt das dann, und dann denkst du, aber genau, so ist das, das Interessante. So, ja, und im Falkenstein hast du auch noch was dann, oder? Ja, im Falkenstein, in Roding habe ich noch welche, in Falkenstein habe ich auch. Aha. Also da hast du jetzt 30, oder? Nein, da haben jetzt 13, glaube ich. Da habe ich Bibel, die Platzbeute, da habe ich praktisch einmal ein Volk gekriegt. Die haben so 3 Jahre haben die Schrift da drin. Das ist auch jetzt dann ab, das war in der Baumhöhle, weil man es früher gehabt hat. Das habe ich mal ausgeholt, das hat sich so geklappt, aber 3 Jahre ist das dann. Da kann man aber keinen Honig ernten. Das war eigentlich für mich ein wenig so ein Studium. Wie verhalten sie da drin? Und da, wenn ich dann dahinter abgemacht habe, da hat schon so, da war eine Ruhe drin, da war war phänomenal. War richtig das. Vielleicht dann nächstes Jahr wieder bestücken. Wurde dann ausgeholt praktisch mit Kobel und so weiter. Da können wir noch nicht reinschauen, weil die schlupft erst vor den Auffrisskäfig aus. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Weil der König kostet auch nicht 50 Euro. Wie viel? 50 Euro. Also hat man das schon gekostet, aber die Gene, was die haben, Gene. Das ist dann super. Und wenn es gut funktioniert, können wir sie wieder auf meine aufsetzen. In ein großes Volk rein, dann habe ich wieder das Drohnenmaterial da, mit dem ich das, also alles was schlecht ist, sortiere ich aus, und alles was ich mache, was gut ist, tue ich praktisch da hin. So, dann ist das Ganze. Das ist auch noch eine Königin. Das ist aber Oranz, das hin. Ja, das. Ah, und Gelb auch, gemisch. Orange und Gelb. Aber das ist ehrlich eine schöne Lage hier. Kalmahalle. Schön, ganz schön. Also. Ja, das ist, aber da ist ein Falkenstall drauf. Das hat das ist so eine Naturwald. Der hat von Laubwald angebaut. Das ist nicht kaum. Weil du auf ihnen verlagern aus, nur mal so dick, ich drück's nicht. Und die Königin ist natürlich auch schon ausgereift, das heißt, die kann man auch zusetzen, dann wird nicht abgestorben. Wenn es eine junge Königin ist, die erst frisch begattet worden ist, die haben total Wechsel. Und wenn es dann in ein Volk reinkommt, dann kann es auch, dass das Volk sagt, hat man auch, mit der stimmt was nicht, weil die so nervös ist, die läuft so umeinander. Da
So, punta na naman kami sa kabilang sa kabilang dito na naman kami. Tapos na kami doon sa maliliit. Dito kami kanina. Tapos na. So, punta na naman kami doon sa madamihan. Ito ay kanyang farm. So, ay, meron siyang ano. Oh. tawag nito. Diyan eh. Tama na kami doon. Bilis naman nila maglakad. Uy. Dito na kami guys. Ito na ang last naming titingnan. Ayan. Kasi doon na kami nagaling. So. Das sind alles Milben hinter sich, ja? Alles Milben. Und schlecht oder? Ja, auf einer Seite ist es normal. Normal, okay. Die Ordnung wirkt. Man merkt, dass das abfällt. Tomatstreifen drin. So ist eigentlich weniger. Ja, das ist ein junges Volk. Alles Milben. Okay. Wenn wir sehen, wenn zu Hause dann. Die liegen, oder? Das ist Ameisen, die lang weg, aber die Behandlung hat gut angeschlagen. Ah, so mich hat dann nochmal alle ang Arau. So mich hat dann Arau, guys. Pero malamig. Was ist das Sepp, die Reise da? Futterteig. Achso. Das sind ein bisschen dunkler, aber die ist auch von den Bäumen. Die sind ja sehr gut. Ein bisschen größer sind sie, gell? Ein bisschen größer sind sie, ja. Ich meine, die haben die Jungbienen, die haben noch nicht gebraut. Fragst du nur eine, oder? Ja, also ich schaue mal, immer, was ich unten nicht habe, gibt es hier Waben. Aber normalerweise sind die Waben. So. Nilagyan lang ng pagkain ang honey. Praktisch, die ist aus einer Resistenzzucht da. Da haben jetzt weniger Milben drin, das heißt, die räumen selber schon besser aus. Tinitingnan guys yung insekto na na pag merong mulben tawag nila dito, titingnan niya, tinicheck niya kung meron, kung healthy pa ba ang kanyang honey. Si Ubi tagasunod na lang bit-bit ng kanyang ayan, tinicheck kasi yung kung merong insektong ibang insekto makakasira ng honey. Ayan. Sine-check niya lahat. Und die hast praktisch im Mai dann gestreift. Im Mai auch gemacht, ja.
Aber jetzt muss praktisch da nichts mehr machen, oder? Wie ist das? Aber wieder Mittag halt und erwarten, dass ein Warbeberg nicht dazu. Nein, ich meine jetzt, für die Milben brauchst du nichts mehr machen heuer dann, oder? Normal nicht mehr, weil man muss schon kontrollieren, wenn die Milben fallen. Immer noch mehr, Milben kommen und es wird nicht besser. Aha. Dann muss man nochmal Streifen noch. So, da passt noch ein Mega ist. Allein. So guys, pauwi na kami at tapos na yung aming mission dito at nagugutom na ako. Kanina pa kami umaga doon sa aming garden, sa aming honey din, at dito kami sa kanyang farm. At ayan, uwi na kami guys dahil magluluto pa ako at nagugutom na ako. Bye bye, thank you for watching always. So guys, uwi na kami tapos na aming mission na complete. Tapos na ngayon, complete ka dyan. Ayan na guys, tapos na kami. Galing na kami sa kanyang farm. At pauwi na kami at anong oras na? 12:30 na. Mula pa kanina umaga, wala pa ako rin tulog. Galing sa work. Nagtulog pala ako konti. So, bye-bye guys. Thank you always for watching. And see you again.